Hallihallo. So, Tag 2. Ja, ich habe nicht weitergemacht. Es war ja schon spät. Jetzt ist es auch schon spät, aber ich habe schon noch ein bisschen Bock zu painten. Ja, ich lege mir mal kurz alles zurecht. Oh no, ich brauche noch meinen Stift, sonst wird das nichts. Ja, ich brauche hier den Stift, um das Ganze abzuhaken. Moment, wo habe ich den dann hingelegt? Da. So, ein Schiff brauche ich ja nicht. Ja, ich war am Überlegen, ob ich ein bisschen an meinem Alice-Bild mal weitermache oder hier jetzt das Feld mit euch zu Ende. Ich wollte auch noch eigentlich ein VIP-Video machen von meinem Alice-Bild. Ja, aber ich glaube, das mache ich einfach irgendwie mal. Mal gucken. Ist ja auch immer sehr viel Konfetti. So, ich lege mir mal kurz das zur Seite. Das. Ja, aktuell habe ich noch nicht viel gepaintet. Ihr seht, die Leinwand ist noch, ist noch leer. Ja, ich bin nicht bei Feld 2, sondern ich bin noch bei Feld 1 und ich schnappe mir jetzt meinen neuen Covermeiner. Ja, wie gesagt, ich produziere ja die Videos vor, deswegen seht ihr dann Dinge erst später oder so, wie zum Beispiel meinen neuen Covermeiner. Ja, den habe ich ja aus meiner Tabby-Box. Tabby, so. Und ich liebe ihn. Er muss jetzt überall dabei sein. Überall. Ich nenne den Hasi Bounty. Ich liebe Bounty. Und das sieht aus wie ein Bounty. So, dann habe ich noch das einmal. Ja, genau. Die Perlenbretter gibt es bei Nadjas Perlenstickerei oder so. Auf Facebook. Ich weiß nicht, ob ihr das auch auf der Webseite kaufen könnt. Keine Ahnung. Ich schreibe Nadja immer an, von wegen, hey, ich brauche das Brett. Und dann weiß ich schon. genau, dann zeigt sie mir die Bretter, die sie hat. Aber ich zeige ihr meistens schon das Brett. Und dann bezahle ich das. Die Kommunikation bei ihr ist halt ganz bequem, kann man auch mit bei Facebook machen. Ja, also ich fange jetzt hier mal an. Ich habe heute meine Brille nicht auf, das wird ganz spannend, weil die Symbole ja schon recht unscharf sind bei mir. Und dann habe ich noch keine Brille auf. Mal gucken, was das wird. So, ich mache nochmal den Stift auf. Ich habe heute ganz fleißig Pakete gepackt mit den Schiffen. Genau, aktueller Stand ist jetzt noch. Für den heutigen Tag ist, dass ich noch auf die Lieferung der Steine warte. Aber ich bin dran. Ich habe heute auch noch FedEx angerufen, aber weiß ich nicht, den Support. Können sie sich auch irgendwie in die Haare klemmen, weil die können irgendwie nicht viel mehr sagen als das, was ich auf der Webseite sehe. Und das ist halt alles irgendwie nichts sagen. Mein Mann sagt, er hat zwar eine E-Mail bekommen von FedEx, dass es unterwegs ist, aber ich sehe es leider nicht in der App und ich sehe es auch nicht am ja, genau, ich sehe es halt nicht in der App. So, und deswegen bin ich da irgendwie noch ganz skeptisch, so, ob das wirklich so passiert. Aber naja, man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, sagt man, ne? Genau, ich habe ja, ich wollte euch das nochmal zeigen. Ich habe ja, nee, das nicht, meine neuen Tabbies. Da hatte ich ja euch ein Video gezeigt. Von den neuen
von der Abo-Box. Und das ist hier mein Lieblings-Tabby. Sonnengeküsste Blüten. Das. Und ich glaube, ich möchte heute damit painten. Ja. Deswegen mache ich das mal auf. Weil ich möchte jetzt ein bisschen was Frühlingsmäßiges und es riecht einfach so gut. Ich kann mich gar nicht daran genug erschnüffeln. Komm, wollt ihr auch mal riechen? Riecht ihr? Riecht gut, ne? Finde ich auch. So. so, 3T3. Ich bin abends tatsächlich schon ziemlich platt. Heute wäre eigentlich auch Fitnessstudio dran gewesen. Aber ich bin tatsächlich froh, dass der Handwerker so lange gebraucht hat. Also der war bis 4:30 da. Und da habe ich gesagt, ne, boah, ich habe jetzt absolut keinen Bock, da jetzt irgendwie noch hinzufahren. Wir fahren eine halbe Stunde hin. Dann wäre es 6 gewesen, dann eine Stunde trainieren, dann wäre es 7 gewesen und zu Hause wäre ich dann erst um 7:30. Und ich muss sagen, ich war dafür wirklich irgendwie zu K.O. Naja, Freitag fahren wir dann auf jeden Fall ins Fitnessstudio, erst kurz zum Friseur und dann geht's Richtung Fitnessstudio und dann wird auf jeden Fall Sport gemacht. Ich muss nämlich wieder ganz doll zusehen, dass ich da ein bisschen fitter werde. Ich habe in letzter Zeit zu viel Mist gefressen, auf jeden Fall. ich brauche auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Disziplin, was meine Ernährung angeht. So ist das leider. Jo. Das finde ich irgendwie... Oh, ich hab einfach voll Bock gehabt auf so Süßscheiß und so. Und es war halt ein bisschen viel. Naja. Gut. Ich nochmal lauter rein. Das ist ziemlich entspannt. Ja. Ich habe heute... was habe ich denn heute noch so gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich musste heute ganz schön auf meinen Hund irgendwie ermahnen. Also... es war heute wieder sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall. Und manchmal hat er so Tage, wo er nochmal so testen möchte, von wegen, hey, wie weit kann ich gehen und so. Er ist halt noch nicht ganz raus aus der Pubertät. Er ist jetzt 2 Jahre alt geworden und beim Berner dauert es ja auch ein bisschen. Ja. Wenn ich mir den Berner von unseren Nachbarn angucke, irgendwie scheint der schon ein bisschen weiter im Kopf zu sein. Was ich jetzt nur so draußen sehe, ne? Also, ja, genau. Aber es ist voll... Ach, Berner sind einfach so knuffig auf jeden Fall. Ja, aber er hat schon so seine Marotten, auf jeden Fall. Aber heute war es schlimm. Also heute wollte er überhaupt nicht hören. Das war puh. Er meinte dann noch irgendwie, ja, nö, irgendwie kein Bock, auf meinen Platz zu gehen. Also wenn wir dann immer irgendwie... was einräumen oder so, mag ich es einfach nicht, wenn er dann die ganze Zeit hinter meinem Rücken oder generell hinter uns dann ist und meint, dann irgendwie betteln zu müssen oder so, da kriege ich ja einen zu viel. Und er geht dann immer automatisch, wenn er sieht von wegen, hey, wir kommen vom Einkauf oder so, geht er automatisch auf die Decke und wartet, bis wir fertig sind. Aber heute überhaupt nicht. Ist immer wieder aufgestanden von der Decke und ging wieder zur Küche und ja, da
wurde mein Mann dann auch mal ein bisschen lauter tatsächlich. Sonst sind wir eigentlich immer so, achten auf Hundekommunikation und so, dass er das halt auch richtig versteht und so, was wir wollen. Achten auf seine Körpersprache und so, aber heute war, also anstrengend. Aber das hat man, ne? Ich glaube, das kennt jeder Hundebesitzer, dass die Tiere dann einfach mal einen Tag haben, wo sie dann einfach komplett gar nicht funktionieren, was das angeht. Ja, ich bin noch gespannt. Es ist auf jeden Fall unser Ersthund, ne? Und ich bin schon so ganz zufrieden irgendwie mit dem, was er kann und macht und so. Jo. Es ist halt nur witzig, dass wenn ich mit ihm rausgehe, ist er ruhig. Ja? Er hopst vom Hirn, weil er sich freut, dass wir draußen sind und so. Das ist schon süß. Aber bei meinem Mann, also unser Hund fordert ihn dann halt immer zum Spielen heraus. Ne? Also bellt dann von wegen, hey, 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 spiel mit mir, please und so. Weil mein Mann halt ganz am Anfang zur Welpenzeit dann halt immer mit ihm rausgegangen ist zum Spielen. Und das hat er jetzt halt die ganzen Jahre damit verknüpft und möchte halt spielen. Und ja, ist halt nicht so, ne? Wenn wir das Gebäude und immer hin und her wechseln, wir haben ja einmal Wohngebäude und einmal Bürogebäude auf dem Grundstück. Und ja, da möchte halt immer ein bisschen spielen. Aber ja, wenn wir dann Essen machen oder so, also Mittagessen, dann ist halt nichts mit Spielen. Da muss er durch, ja. Aber ich höre auf jeden Fall immer, wenn die dann rüberkommen, oder beziehungsweise mein Mann dann rüberkommt, wegen Hayabubu. Es ist ja so, dass wir dann abends entweder gucken wir zusammen einen Film oder wir machen jeder so sein Hobby, zum Beispiel ich jetzt nun mit dem Video und so. Tee. Dann, wir sind dann schon in getrennten Räumen und er ist halt drüben in seinem Gaming-Zimmer. Da kann er rumschreien, wie er will beim Zocken. Ich höre es ja nicht. Ja? So. Ich finde es gut. Genau, und wenn er dann immer rauskommt und der Hund ist gerade draußen, weil er gerne draußen sein wollte, dann höre ich das auf jeden Fall immer, weil er dann bellt. Weil er dann auch gerne um 22 Uhr bzw. 23 Uhr dann auch gerne noch mal spielen möchte, aber um 23 Uhr ist Hayabubu-Zeit. Genau. Für das Video habe ich ihn auf jeden Fall noch mal draußen spielen lassen, dass ich nicht dauernd so ein Hecheln im Rücken habe. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Ja, oder ein Gebrummel, weil ihm irgendwie wieder was nicht passt. Ja. Genau. Ja, zu Valentinstag hatte ich keinen Rabatt. Ich bin noch sehr happy über meine Entscheidung gewesen, weil ich aktuell halt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo das Video ist, also ich habe das Video am 14. gedreht, 14.2. genau, 14.2. und halt Valentinstag, ne, genau. Und ich habe halt keinen Rabatt gemacht, weil ich aktuell noch so viel auf dem Tisch habe und ich nicht wollte, dass ich dann im Endeffekt tatsächlich noch mehr auf dem Tisch habe und gar nicht liefern kann aktuell, weil der Zoll ja nicht hinmacht. Ich hätte mich sehr, sehr schlecht gefunden.
ich hätte kein gutes Gefühl dabei gehabt, wenn ich noch weiterhin irgendwie, also in dem Sinne gezielt Bestellungen aufnehme, von wegen, hey, ich habe hier einen Rabatt, kauft Bilder bei mir, kaufen, kaufen, kaufen. Und ich hätte nicht liefern können. A, weil immer noch Chinese New Year ist. Das ist ja eher, also das endet ja am 19.02. Gut, wenn das Video natürlich draußen ist, ist ja schon weiter, aber bis dahin sollte ich auf jeden Fall auch dann alles fertig gemacht haben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und genau, ich werde auf jeden Fall, wenn ich die Steine habe, ich weiß nicht, ob das 230 Video denn schon online gegangen ist oder ob ich das dann erst danach mache. Das weiß ich nicht. Also das werden wir ja dann sehen. Vielleicht ist es schon online, genau. Ich hoffe. Ich hoffe tatsächlich. So, wir haben hier jetzt einmal nochmal die Reihe fertig. Jetzt fehlt uns noch die letzte Reihe von dem ersten Feld. Ich bin sehr gespannt, was, also aktuell kann man aus diesem Feld noch nicht so viel rauslesen, was es auf jeden Fall wird. Also wie das aussieht. Man sieht aktuell nur weiß und gelb. Genau. Oh, nee, das muss darüber. Ja, ich habe jetzt meine Pinzette nicht da, aber es sind nicht viele AB-Steine tatsächlich. Von daher ist das nicht so wild. So. Eins, zwei, zweimal die sieben brauchen wir. Mal die 7. Ich bin jetzt schon kräftig am Sparen, dass ich die Winterbilder organisieren kann und Halloweenbilder. So, und der Rest, also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zweimal T noch. So. Zweimal T. Und hier wäre dann die 10er-Reihe. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. Genau, so. Das ist gut. Wir machen jetzt das Feld einfach. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen verkackt, was das Feld angeht, aber das sehen wir dann. Ja, meine Folie ist am Rand mitgetackert worden. Gucken. Auf jeden Fall, ich mache das jetzt erstmal so und dann nehme ich mir noch einmal Kügi. Ja, ich habe nebenbei meinen Lieblingsstreamer offen. Habe gerade nur das Bild, also kein Ton. Und es ist schon ziemlich wild, was er gerade spielt, auf jeden Fall. So. 777. Es ist tatsächlich gerade schwer, irgendwie was zu erzählen, weil ich noch nicht weiß, ob ich das bis dahin gemacht habe oder ob ich es schon gemacht habe. Aber ich denke schon, denn am 15.02. soll mein Diamond Art Club Bild kommen. Und das ist ja dann auf jeden Fall schon als Video online. Ich hoffe, ihr habt euch das natürlich angeguckt. So, noch einmal Tee. Ja, und ich bin gespannt, wie das Kitting ab ist, weil ich diese Verpackung ganz, ganz scheußlich finde, die sie da benutzen, diese Tüten.
Ja, das muss ich mir dann halt alles nochmal in einem Dö, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Es sind 81 Farben bei meinem aktuellen Bild, was ich hier habe. Flower Delivery. Und dann habe ich ja das neue. Anders ist der. Anders ist der, so, genau. Unter den Treppen. Das habe ich auch noch. Das hat, glaube ich, nicht so viele Farben. Ich glaube nicht. Kann mich gerade nicht so erinnern, aber genau. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das einsortieren soll. Ich habe für Koffer hier irgendwie keinen Platz. Das heißt, ich glaube, ich werde mir wieder die Slotboxen nehmen. Ich brauche das L. Ich glaube, L hatte ich noch nicht. Ich habe das nämlich nach DMC sortiert und nicht nach Symbol oder so. Wo ist denn das? Oh, da oben. So, L. Aber ich glaube, ich werde mir wieder die Slotboxen nehmen. Die nehmen einfach bei mir am wenigsten Platz weg. Ja, dann muss ich dann nochmal gucken, dass ich mir nochmal so eine Sortierbox mache, dass ich da dann die Steine auch einsortieren kann. Ich glaube, ich mache mir dann an der Seite oder sowas noch eine. Noch ein Sticker hin, was es für ein Motiv ist, damit ich das dann zuordnen kann. Aktuell geht es noch. Ich habe einmal die, einmal die Sortierbox. Da sind die Steine für das Heidi-Bild hier drin mit dem Heidi Tabbies. Das kann ich mir ganz gut merken. Und in der anderen Box habe ich einmal das Alice-Bild. Genau, aber wenn ich dann mehr irgendwie da habe, dann muss ich mir das doch irgendwie mal notieren, auf jeden Fall. So, das. Ich finde das mit den Slotboxen nämlich ganz gut, ja. Damit arbeite ich doch irgendwie gerne. Dann brauche ich eine 56er Slotbox und oder ich nehme zwei 56er. Ja, ich muss mal gucken. Genau. So, da unten noch. Da kommt ein T. Ein Tee, los. So, supi. Und 777. Ich bin auf jeden Fall richtig aufgeregt, wie das Motiv hier aussieht. Ein Motiv in 40x40 zu machen, ist immer eine Kunst, weil 40x40 ist nicht groß. Es muss auch dann gut aussehen. So, 7 TTT. Genau, ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Gesprächsstoff irgendwie, dass ich mit euch hier noch das letzte Stück machen kann. Ansonsten, wenn ihr mir nichts mehr einfällt, dann. Mein Hausschuh ist zu groß. Ich habe so Pfotenhausschuhe. Ja, ich komme mit meinen Pfoten hier nicht so ganz klar, aber geht den Tieren ja genauso. Ja, das Hochbeet steht hier aktuell immer noch. Ich bin gespannt, ob wir das am Wochenende aufbauen. Ich werde euch das auf jeden Fall berichten, ob es schon dann aufgebaut ist oder nicht.
Weil am Samstag wollte mein Mann einen 24-Stunden-Stream machen. Ja, mal gucken. Weil das Hochbeet ist halt 4 mal 4,80 Meter und ist ja dann auch nicht mal so in 0, nix aufgebaut. Soll halt auch gar nicht so einfach sein, das aufzubauen. Aber wir müssen das ja nicht alles an einem Tag aufbauen, sondern kann ja auch später sein. Immer Stück für Stück. So, ach so, da brauche ich auf jeden Fall ein Set. Dann mache ich hier erstmal weiter. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Genau, ich habe das nochmal mit meinem Mann gestern besprochen. Das muss hier rüber. Einmal so. Genau. Das wird es außerhalb des Geheges machen. Und dann muss ich nicht immer in das Gehege rein, um nach den Pflanzen zu gucken. Achso, nee, da kommt Z rein. Um nach den Pflanzen zu gucken. Und die Kaninchen können da halt nicht rein springen. Genau. Das ist halt, wie gesagt, meine größte Sorge. So, wo haben wir denn jetzt das Z? Das Z ist hier ein schön saftiges Grün. Ich hoffe mal, das sieht man auch schön. Nee, es hebt sich noch nicht. Das hebt sich noch nicht so ab. Perlenbrett sieht das schön saftig grün aus, aber hier. Ja, man sieht es schon, aber ist halt noch alles gelb und grün. So. Aber es fängt auf jeden Fall schon mal an, dass da irgendwas war. Aber ich glaube nicht, wenn ich mir das so angucke, haben wir auf jeden Fall erstmal nur noch ein bisschen Hintergrund. So, jetzt zweimal die drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Super. Zehner, fertig. Gut, gut. So. T. Habt ihr auch schon angefangen, irgendwas für den Frühling zu machen? Sei es Blumen. Irgendwie die Terrasse oder den Balkon schon vorbereiten für neue Aussaat für euer Hochbeet, wenn falls ihr eins habt, oder irgendwas, was schon so richtig Bock macht auf den Frühling. Bei uns ist es so, unsere Terrasse sieht aus wie hingerotzt und es sieht furchtbar aus, weil unser Pavillon den Sturm und die Schneemasse nicht überstanden hat und es ist alles eingebrochen. Genau, und den Pavillon, den müssen wir dann erstmal klein machen. Den bringen wir den zum Wertstoffhof. Vielleicht kriegen wir für das Metall ein bisschen Money. Maybe. Aber genau, ich spare aktuell schon auf einen neuen Pavillon. Beziehungsweise sind wir am Überlegen, einfach mal so ein Segel, also so ein Sonnensegel zu machen. Dann klopfen wir in die Erde einen Holzpflock und dann kann man das schön spannen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Alternative. Und wenn es dann Herbst wird oder man merkt, der Sommer geht zur Neige oder sowas, dann kann man halt das Sonnensegel abmachen und dann in den Schuppen packen.
So, auf jeden Fall haben wir jetzt den Rest Tee. Da passiert nicht so viel. Machen wir es mal hier vorne. 2, 3. Also ich habe jetzt schon 2 Reihen gemacht. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 7, 8, 8, 9 und dann haben wir die 10. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy. So, und dann, das machen wir jetzt voll mit Tee. Richtig einfach. Und dann haben wir noch ein Fell vor uns. Sieht so viel aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, es sieht voll groß aus irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich jetzt schon hier 2 Reihen gemacht habe. Ja, krass. Aber ich habe meine Brille auch gerade nicht auf. So. Genau, manche machen ja auch meinen Osterkalender. Ich muss... ich überlege auch noch, wie ich das mache. Aktuell mache ich gerade nur, also produziere ich gerade nur vor für Heidis Bild. Ja, ich glaube, dann muss ich mal noch ein paar Tage einfach mal nachlegen, dass ich dann schon mal auch meins vorproduzieren kann und dann kann ich beides zusammenschneiden und dann habt ihr mega langes Video jeden Tag irgendwie. Auch voll gut. Aber mal gucken, wie ich das mache. Genau, das werdet ihr ja dann sehen. Aktuell sind wir bei Tag 2 von Heidis Kalender. Vielleicht mache ich auch aus meinem Kalender einfach ein kleines Short-Video oder ich zeige es auf Instagram und konzentriere mich für das Video einfach rein auf Heidis Kalender, weil es ein Mystery-Kalender ist. Gut, ist meins auch, aber hier ist halt mit Blanko-Leinwand. So, hier nehme ich mal den gelben raus. Ich kann das ja aber auch so machen, dass ich ich überlege mir noch was. Ihr seht das ja dann. Ist schon witzig mit dem Vorproduzieren auf jeden Fall. Ja, ich hätte auch super gerne irgendwie so Pflanzen in meinem Wohnzimmer hier. Aber es ist, die Fenster wurden sehr, sehr klein gebaut und dadurch kommt nicht viel Sonnenlicht rein und hier würde tatsächlich keine Pflanze überleben. Das macht mich tatsächlich ein bisschen sehr traurig, weil Pflanzen machen das Ganze viel mehr wohnlicher. Aber ich bin am Überlegen dann tatsächlich auf künstliche Pflanzen einfach zuzugreifen. Manche sehen halt auch richtig gut aus. Das wirkt dann halt alles schon ein bisschen schöner irgendwie. Genau. Wenn es richtig schön wird, also aktuell ist es ja noch eher
mehr, ne? Dann wollen wir auf jeden Fall auch die Terrasse angehen und das Gehege. Sobald das Hochbeet auf jeden Fall aufgebaut ist, werde ich das Kaninchengehege mit den Meerschweinchen einmal komplett wieder ausmisten. Also das mache ich immer so. So, jetzt haben wir nur noch ein Feld. Ach so. Aha, okay. Jetzt weiß ich, warum das so viel ausschaut. Ja, genau, ich mache das immer einmal komplett. Müsste das einmal komplett aus. Einmal, wenn es Richtung Winter geht. Die sind ja im Außengehege. Einmal, wenn es Richtung Winter geht, dann wird alles vom Sommer ausgemistet. Also richtig komplett Reinigung, sag ich mal. Und dann einmal, wenn der Winter vorbei ist, wird alles ausgemistet. Also kompletten Ausmisten 2 bis 3 Mal im Jahr. Und ja. Darauf, also freuen würde ich jetzt nicht sagen, aber ist schon aufregend, das Ganze dann wieder schön zu machen. Also dieses Mal wollen wir ja halt auch Pflanzen reinmachen. Das Ganze ein bisschen wohnlicher machen für die. Und ja, wenn der Bambus dann auch schön wuchert, sag ich mal. Also ich möchte da auf jeden Fall Bambus reinpflanzen. Wir haben, das ist eine ganz coole Idee von mir gewesen. Wir haben halt so noch Autoreifen. Die werden halt überhaupt nicht angeknabbert. Überhaupt nicht. Das finden die nämlich richtig eklig. Und das ist nämlich sehr gut. Autoreifen packen wir dann rein. Dann wird der Auto, also werden die Autoreifen dann überschüttet mit Erde, dass das dann halt schön aussieht. Und ja, dann kommt da der Bambus rein mit einem Baumschutz. Weil sonst hätte der Bambus auf gar keinen Fall Chance, irgendwie zu wachsen, wenn da die ganzen kleinen Wuschel kommen und das dann auch alles abnagen. Ja, genau, deswegen kommt da auf jeden Fall ein Baumschutz noch hin. Und dann kann der Bambus schön wachsen, auf jeden Fall. Die Plane vom Dach haben wir abgemacht, weil es ist dadurch einfach immer schön hell bei den Kaninchen. Sie haben einen schönen Tag- und Nachtwechsel. Es war mit der Plane halt alles sehr abgedunkelt, sag ich mal. Und ja, genau. Das Essen und Trinken haben wir alles geschützt. Das steht in so kleinen Häusern drin, da können sie dann halt immer rein und dann da trinken und essen. Und ja, dann ist es, wie heißt es, geschützt von den Zugvögeln. Und das ist dann ganz gut, ne? Also dass dann das Essen und Trinken, ich sage jetzt mal, nicht verunreinigt wird. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir hatten das, also als wir das Gehege neu hatten und wir haben uns halt gefreut und es noch waren halt noch recht neu, was Außengehege angeht, also Innengehege kannten wir uns top aus und auch als wir uns
gut belesen hatten, was Außengehege angeht. Also ich informiere mich halt immer vorher. 30, 78. Na, habe ich das hier? Ich habe mich eigentlich ganz gut belesen, aber es stand nirgends, dass das Essen und Trinken halt irgendwie geschützt sein müsste. Klar hätte ich natürlich auch selber drauf kommen können, ne? Aber es gibt so Dinge, die vergisst man halt. Und ja, das ist halt ein bisschen unser Verhängnis geworden. Und genau. Aber jetzt machen wir es halt besser und schützen die Tiere. Und für den natürlichen Sonnenschutz wollen wir dann die, wie heißt das, den Bambus da haben. Genau. So, die Reihe zum Schluss ist mit dem Tee überall. So, und dann ziehen wir gleich nochmal. Und dann müssen wir nur noch die letzte, die habe ich außerdem schon abgekreuzt, immer, weil ich immer zu viel Schwung hatte. Aber das holen wir gleich nochmal nach. Das sind ja nicht viele Steinchen. Aber erstmal zählen wir. So, dann haben wir es. So, die letzte Reihe mit Tee. Die vorletzte auch mit Tee. Genau, ich hatte auch am Patreon eingerichtet. Also würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir Unterstützung bekommen, was unser Gehege angeht, weil wir nehmen nur Tiere auf, die, oh, wie heißt es, halt nicht mehr gewollt sind. Also wir hatten, das war auch total crazy irgendwie, wir hatten 2 Kaninchen bekommen und da wurde dann gesagt von wegen, ja, die sind kastriert. Also das ist so, im Osten wird kein Weibchen, also bei uns hier oben, wird kein Weibchen kastriert. In Hamburg ist das gang und gäbe, kein Problem. Da halten wir uns sehr, sehr viele Tierärzte aussuchen können. Aber hier im MacPom macht es keiner. Und das ist so krass irgendwie, dass es keiner macht. Naja, auf jeden Fall wurde dann gesagt, dass der Bock auf jeden Fall kastriert ist und es nichts passieren kann. So. Wieso? Alles klar, kein Problem. Cool. Als wir dann beim Tierarzt waren, haben wir gesagt, hier könnt ihr da mal nachgucken. Uns wurde gesagt, ist kastriert und genau. Ja, war nicht kastriert. Und es war dann tatsächlich schon zu spät und wir haben dann Kaninchenwurf auf jeden Fall gehabt. Alles kein Problem. Genau, den Wurf, als sie alt genug waren, meine Kaninchenbabys sind so unfassbar süß, wenn die noch so klein sind. Ja, da haben wir dann auch so gesagt, hey, Mädchen oder Weibchen, weil bei Kaninchen sieht man das erst recht spät. Genau, und da wurde dann so gesagt, ja, es sind alles Mädchen. Ich kürze ab, es waren nicht alles Mädchen. Tada, wir hatten noch einen Wurf. Ja, gut, durch den ersten Wurf kannten wir uns ja schon relativ gut aus. Wir wussten, was wir zu tun haben und so weiter und so fort. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal getrennt. Ja, das war dann erstmal so unsere
Vorsichtsmaßnahme, sag ich mal. So, jetzt müssen wir noch die Reihe machen und dann ist das Feld auch schon fertig. Gucken, ob ich das hier so einreißen kann. Genau, so. Also das heißt, wir hatten noch einen Wurf. Gut. Aus 2 Kaninchen hatten wir dann auf einmal 8 Kaninchen. Ein Kaninchen ist Silvester gestorben. Das hat einen Herzinfarkt bekommen durch die Knallerei. Genau, ja. War sehr, sehr schade. Ich mochte das Kaninchen sehr. Ja. Okay. Und genau. Und Meerschweinchen, also wir nehmen nur Tiere auf, die halt keiner mehr haben will. Wir haben dann immer Kontakt zum, wie heißt das, Tierschutz. Wir fragen dann immer mal nach beim Tierheim, ob die Kaninchen oder Meerschweinchen haben, die keiner haben möchte. Genau, und deswegen, so, das muss einmal hier. Der muss nach da. Das muss. T7T. Gleich, gleich. 7. Gleich. Gleich. So, gut. Und das muss dann einmal hier rüber. Sehr gut. Dann habe ich den Fehler auch behoben. Ganz entspannt. Und einmal die 7. Dahin. Genau. So, 7, 7. Jo. Aber jetzt wollen wir uns erstmal darauf konzentrieren, das Gehege richtig hübsch zu machen. Und wenn alles so, ich sag mal, der Bambus sich so gefestigt hat und auch schön schon Schatten und so weiter wirft im Sommer, dann wollen wir nochmal nachfragen, ob die dann neue Schnuckels haben, genau, und dann wollen wir halt eher wieder, wie heißt es, Meerschweinchen, genau. Mein Mann liebt Meerschweinchen einfach über alles. So, dann haben wir das erste auf jeden Fall fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eine Reihe noch, und das ist TT. Und T. Super. So, nochmal T. Was riecht so gut, dieses Tabby. Meine Güte. 3. So. Nummer 3. Ist ja schon ein bisschen langweilig hier. Genau, ich packe einfach mal, falls ihr. Also, ich würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Ich habe den Patreon-Link unten in die Beschreibung gesetzt. Ich habe auch eingestellt, dass man 1 Euro machen kann. Das wäre halt
dass wir uns dann die Aussaat für das Hochbeet holen können. Oder je nachdem, wie viele es sind, die uns 1 Euro spenden pro Monat. Dann können wir auch schon Packung Heu holen oder Nahrung. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut. Ich fange mal von unten an. Tee. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ich werde auf jeden Fall immer auf der Patreon-Seite dann auch schreiben, was wir gemacht haben, wofür wir das Geld geholt haben, was wir davon eingekauft haben und so. Das Ganze halt natürlich dann auch dokumentieren. Dafür werde ich mir dann auf jeden Fall auch die Zeit nehmen und euch dann auch immer berichten, wie es den Tieren geht. Genau. So, 3. Das wird dann so ein bisschen meine, ja, kann man schon fast sagen, ein bisschen Instagram mit meinen Tieren. Und Instagram werde ich auch auf jeden Fall machen. Vielleicht bekomme ich da dann auch noch ein bisschen Reichweite und kann damit auch ein bisschen zeigen, von wegen, hey, wir geben uns sehr viel Mühe mit unseren Tieren und versuchen, das einfach geil zu machen. Genau. So, jetzt habe ich hier das erste Feld fertig. Yes! Feld Nummer 1 ist fertig. Tada, so sieht's aus. Mega gut. Das heißt, das nächste Video wird sein Feld Nummer 2, der Start. Richtig gut. Freue mich. Genau, ich habe jetzt 22.20 Uhr. Ist gleich Hayabubu-Zeit. Ja, ich werde mal gucken, wann ich Feld Nummer 2 starte. Ich wollte auf jeden Fall noch ein bisschen Alice machen auch. Vielleicht, je nachdem. Ich wollte auf jeden Fall auch noch ein Mal-nach-Zahlen-Video machen. Genau. Ach, so viele Videos gerade. So wenig Zeit, so viele Videos. Auf jeden Fall danke ich, dass ihr wieder zugeguckt habt. Das waren wieder fast eine Stunde. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video und dass ihr dabei seid. Und schreibt mir auch gerne, was ihr so den Frühling macht und alles, was euch bewegt. Und genau, da bin ich immer sehr gespannt, was ihr denn kommentiert. So, jetzt mache ich das hier erstmal wieder alles zurück. Heute werde ich nichts mehr anfangen, weil gleich ist Hayabubu-Zeit. Also, macht's gut, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert mich doch gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Also danke fürs Zuschauen. Ciao, miau. Tschüss.